Hallo, ich bin Erik Herrmann und ich bin heute bei AV-Test, um mit den Sicherheitsexperten des Android-Labors herauszufinden, was ihr dafür tun könnt, dass eure Daten auf eurem Smartphone sicher bleiben und was Hacker dagegen unternehmen. Hallo, wir sind im Testlabor von AV-Test. Hendrik Pilz zeigt uns heute, ja, was zeigst du uns eigentlich heute? Ja, ich zeige euch heute, wie man sich eine Malware auf einem Android-Telefon einfängt. Als Beispiel zeigen wir hier eine E-Mail, wo eine Malware als Anhang angehangen ist. Ja, und ich würde sagen, dann legen wir los. Hier auf unserem Testgerät haben wir eine E-Mail vorbereitet, die an unser Gmail-Konto geschickt wurde. Wir haben eine Benachrichtigung von dem Adobe-Support bekommen, dass ein neues Flash-Player-Update verfügbar ist und wir doch das bitte auch aus Sicherheitsgründen auf unserem Telefon installieren sollen. Also klicken wir den Download-Link an. Der Chrome-Browser öffnet sich. Wir sehen hier oben, was man beachten sollte, dass der Download nicht von Adobe kommt, sondern aus einer verdächtigen Quelle. Chrome-Browser warnt uns davor, diese Datei zu installieren, aber wir wollen ja das Flash-Player-Update haben, also tun wir es trotzdem. Wenn der Download abgeschlossen ist, müssen wir die APK anklicken und Google warnt uns davor, dass die Installation aus unbekannten Quellen deaktiviert ist. Also müssen wir nochmal in die Einstellung wechseln und die Installation erlauben. Dann werden wir es einfach nochmal erneut runterladen. Und jetzt startet auch die Installation. Wir können hier nochmal die Benachrichtigungen kontrollieren, aber wir vertrauen natürlich Adobe, dass das alles ordnungsgemäß ist und starten dann die Installation. Nach der Installation möchten wir noch die Berechtigung akzeptieren. War das gerade eine Warnung von Google, dass diese App als gefährlich eingestuft wird? Genau, das sind bis jetzt alles systeminterne Warnungen, die mittlerweile in das Android-System integriert sind. Nach der Installation können wir die App starten. Die App fordert die Device-Administrator-Berechtigung an. Ist ein bisschen verdächtig, dass das hier auf Russisch steht, aber Adobe als internationales Unternehmen ist das durchaus okay. Für welche App wären denn Administratorrechte eigentlich okay? Typischerweise Apps mit Anti-Diebstahl-Funktionen, weil die Device-Administrator-Funktion ermöglicht halt das Lokalisieren und das Remote-Löschen auch von Anwendungen, aber auch zum Beispiel, dass man Sperrbildschirme über das komplette Gerät legen kann. So. Das steht da ja relativ deutlich, ne? Man sollte das schon lesen vorher. Genau, wenn man das richtig liest und dem Ganzen nicht traut, dann kann man an der Stelle auch abbrechen. Wir vertrauen natürlich Adobe. Und aktivieren die ganze Geschichte. Und da haben wir unseren Sperrbildschirm, ne? Nun haben wir den Sperrbildschirm und können mit unserem Gerät nichts mehr anfangen. Das Ganze tarnt sich als Meldung des FBI, dass die erkannt haben, dass wir illegale Aktivitäten mit unserem Telefon durchgeführt haben. Und nun, damit sie keine Ermittlungen gegen uns anfangen, sollen wir ein Lösegeld bezahlen. Und können dann hier mit verschiedenen Bezahlmethoden an Tankstellen, beispielsweise mit Bezahlkarten bezahlen. Dann bekommen wir einen PIN-Code zugeschickt und können das Gerät wieder freischalten. Das funktioniert natürlich in der Regel nicht. Also wir werden bezahlen und es wird genauso gelockt sein wie vorher. Was kann ich sonst noch dagegen tun, dass das weiterhin gesperrt ist? Dagegen kann man in der Regel nur noch ein Geräte-Reset durchführen, sprich Factory-Reset, alle Daten gehen verloren. Das heißt, dass wir im besten Fall ein Backup unserer Daten in einer anderen Quelle haben, in der Cloud, auf dem Rechner irgendwo, damit wir danach unsere Daten wieder einspielen können. Jetzt, wo die Malware installiert ist, können wir versuchen, den Play Store zu starten und wir sehen schon, das Handy reagiert nur noch schlecht und es legt sich dann wieder diese Warnmeldung darüber. Es ist in dem Sinne nicht mehr benutzbar. Wir können zwar auf den Homescreen gehen, aber sobald wir versuchen, eine App zu starten, deckt sich die Malware darüber. Was in letzter Zeit auch viel berichtet wurde, dass viele Apps beispielsweise die SSL-Verschlüsselung falsch implementiert haben und dann durch Man-in-the-Middle-Angriffe kann der Datenverkehr mitgelesen werden.
Okay. Und das betrifft halt auch grundsätzlich Apps aus dem Play Store, dass viele Apps diese Datenübertragung unsicher implementiert haben. Und ja, je nachdem, was man da für persönliche Daten eingibt, gehen die dann halt ungesichert übers Netz, unverschlüsselt, und jeder, der in dem Netz hängt, kann die mitlesen. Was dann auch relevant ist, wenn man sich in öffentlichen WLANs hier aufhält. Das macht die ganze Sache dann noch einfacher für die Angreifer. Wir haben da mal ein Demo vorbereitet mit einer App, mit einem unsicheren Login-Formular, und können dann zeigen, wie wir hier an unserem Testrechner den Traffic mitlesen können. Byte für Byte kannst du da alles mitlesen. Wir können im Klartext den Benutzernamen und Kennwort auslesen. Das soll ja so nicht sein. Ja, aber das betrifft das Problem, das betrifft tatsächlich viele Apps. Und auch wenn die SSL-Verschlüsselung verwenden, dann ist es meistens so implementiert, dass die beliebige Zertifikate akzeptieren, weil das einfach für die Entwickler bequemer ist, wenn die eine Testumgebung haben mit keinen validen Zertifikaten. Dann akzeptieren die einfach alles, und dementsprechend kann man sich dann auch mit gefakten Zertifikaten dazwischen hängen und alles mitlesen. Apps scheinen also nicht die einzige Gefahrenquelle zu sein. Auch in öffentlichen WLANs wird viel getrickst. Zeig uns doch mal, was da möglich ist. Also die Gefahrenquelle an sich ist dann wieder die App, die unsicher implementiert ist, wie beispielsweise hier unsere Demo-App mit einer unsicheren Implementierung eines Login-Formulars. Ich gebe meine E-Mail-Adresse und mein Kennwort ein. Und logge mich ein. Und über die WLAN-Schnittstelle wurde der Datenverkehr mitgeschnitten, und da dieser Datenverkehr nicht verschlüsselt war, ist der Angreifer in der Lage, meine Original E-Mail-Adresse und mein Kennwort auszulesen und kann in dem Moment mein Benutzerkonto kapern, das Passwort ändern, und ich bin dann raus aus der Nummer. Kann ich mich als Anwender irgendwie darüber informieren, ob die App die Login-Programmierung richtig gemacht hat? Ist schwierig. Als normaler Anwender kann man höchstens versuchen, Testberichte zu lesen, wo genau diese App analysiert wurde dahingehend. Den Aufwand wird aber kaum jemand betreiben, und selber das herauszufinden ist relativ aufwendig. Was man machen kann, ist grundsätzlich, dass man eine VPN-Verbindung in öffentlichen WLANs benutzt, sodass die Daten grundsätzlich verschlüsselt über das WLAN übertragen werden. Aber auch hier muss man dazu sagen, man muss da wieder dem VPN-Anbieter vertrauen, weil der in der Lage ist, den Traffic mitzulesen. Und es ist immer eine Vertrauenssache, die Sicherheit. Entweder vertraue ich dem App-Entwickler oder dem VPN-Anbieter. Im besten Fall kann ich beiden vertrauen, im schlechtesten Fall niemandem. Gibt es noch andere Arten, wie App-Entwickler, wenn sie denn ein bisschen bösartig sind, uns Android-User eins auswischen wollen? Na, also grundsätzlich kann man sagen, viele Apps fordern Berechtigung an, die sie nicht unbedingt brauchen. Wir haben ja mal ein Beispiel rausgesucht von einer Taschenlampen-App. Auf der linken Seite sehen wir eine App, die seriös ist, die benutzt nur die Kameraberechtigung, um das Blitzlicht als Taschenlampe zu aktivieren. Und auf der rechten Seite sehen wir eine Taschenlampen-App, die noch viele, viele weitere Informationen und Berechtigungen anfordert, inklusive Zugriff auf unsere Fotos und auf unsere WLAN-Informationen und Geräte-IDs. Und an der Stelle wird die ganze Sache schon verdächtig. Wir wissen nicht in dem Fall, was der Entwickler mit diesen ganzen Daten vorhat, aber es kann sein, dass das nur für Werbung zum Anzeigen ist. Es kann aber auch sein, dass er die Daten sammelt und dann anderweitig bösartig verwendet. Das geht ja beliebig weit eigentlich. Also wo kann sich denn der User optimal informieren darüber, was diese ganzen Berechtigungen bedeuten? Also grundsätzlich kann man sagen, die User, die sollten sich schon die Benutzerbewertungen im Play Store auch anschauen. Und auch die angeforderten Berechtigungen auf jeden Fall. Man sollte immer überlegen, sind die Berechtigungen, die hier angefordert werden, der Funktion entsprechend der App, die ich installieren will. Dann kann man sich natürlich, wenn man sich nicht
ganz sicher ist oder nicht auf seine eigene Intuition verlassen will, eine Mobile Security App installieren. Viele Mobile Security Apps waren nicht nur vor Viren und Malware, sondern sie waren auch vor Datenschutzrisiken, wo Apps zu viele persönliche Daten abgreifen und benachrichtigen dann entsprechend den Benutzer und informieren ihn wenigstens. Der Benutzer kann dann immer noch selber entscheiden, wie er weiter vorgehen möchte. Wie kommt es denn, dass Google im Play Store nichts dagegen unternimmt? Ich meine, das ist ja ein relativ offenbarer Betrug. Na gut, die App, die verstößt zumindest nicht gegen die Richtlinien vom Play Store und dementsprechend entfernt Google die auch nicht. Und ja, dann ist Google fein raus aus der Sache. Bei den Bewertungen, die rechte App, auch wenn sie voller Spam-Berechtigung ist, wenn man so möchte, die ist ja immer noch relativ gut bewertet. Die hatte eine Wertung von 4,4. Wie kommt denn sowas? Es kann sein, dass die grundlegende Funktionalität der App halt implementiert ist. Also die funktioniert tatsächlich auch als Taschenlampe. Man weiß halt nur nicht, was diese Zusatzberechtigungen alles damit anfangen. Also ja, die Bewertungen beziehen sich sicherlich auf die Taschenlampenfunktion, dass das tatsächlich eine sehr helle Taschenlampe ist. Aber die meisten User sehen ja auch nicht, was im Hintergrund passiert, wohin die Daten übertragen werden, und dementsprechend fließt das nicht in die Bewertung mit ein. Könnte man jetzt dieser App zum Beispiel nachträglich eine Berechtigung entziehen, oder bin ich da auf mich allein gestellt? Das geht mit aktuellen Android-Versionen nicht. Es gibt Ansätze beispielsweise bei CyanogenMod und auch versteckt schon in aktuellen Android-Versionen, dass man einzelne Berechtigungen deaktivieren kann. Das wird sicherlich irgendwann in die Android-Version einfließen. Im Moment ist das aber nur eingeschränkt verfügbar. Wir werden als User schon ganz schön alleingelassen mit dem Thema Sicherheit. Kann das sein? Ja, also wenn man paranoid ist, dann ja. Dann hat man da gewisse Probleme, allen Ebenen dazu vertrauen. Wenn man jetzt nicht so paranoid ist, dann ist die ganze Sache nur halb so wild. Grundsätzlich tritt jetzt im Play Store nicht so viel Malware auf und auch nicht so viel krasse Schadsoftware und Adware, sodass man sagen kann, dass man, wenn man sich auf den Play Store beschränkt, schon halbwegs sicher leben kann. Bleibt aber die Geschichte mit den öffentlichen WLAN-Netzen beispielsweise, dass man sich immer der grundlegenden Problematik bewusst sein muss, dass potenziell andere Menschen mitlesen können. Eines der größten Android-Probleme ist die Fragmentierung des Betriebssystems. Also 100 Millionen Mal oder so wird das Galaxy S3 verkauft. Das wird immer noch verwendet, weil es einfach nicht kaputt geht. Aber es läuft auf Android Version 4.3. Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass Android eine Riesenproblematik hat, auf dem aktuellen Stand zu bleiben und dadurch neue Sicherheitsupdates zu bekommen. Was sagt ihr als Sicherheitsexperten dazu? Google hat hier schon versucht, ein bisschen an der Problematik zu arbeiten, indem sie viele Komponenten aus dem Android-System, aus dem Betriebssystem-Update herausgelöst hat und als eigene Apps aktualisiert. Also beispielsweise gibt es dieses Google Services Framework, was unabhängig von der Betriebssystemversion aktualisiert werden kann. Trotzdem bleibt natürlich die Problematik beispielsweise mit dem Android-Browser, der offene Sicherheitslücken in älteren Versionen hat, die nicht mehr gepatcht werden von Google, die nur noch in aktuellen Versionen gepatcht werden. Hier bleibt dem einen Anwender im Endeffekt nichts anderes übrig, als auf ein aktuelles Custom ROM zu wechseln, wenn er denn eine gepatchte Version haben will, oder sich ein neues Gerät zu kaufen, wenn der Hersteller seines Geräts keine Updates mehr zur Verfügung stellt. Also ich kann halt immer versuchen, ein aktuelles CyanogenMod zu installieren, und aber das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Ja, das ist überhaupt nicht jedermanns Sache. Und wie gesagt, das S3, das funktioniert einwandfrei. Das wird sogar teilweise noch verkauft. Es werden viele, viele Geräte mit Android 4.2 neu verkauft. Das ist doch eigentlich überhaupt gar keine tragbare Situation, wenn man als... Ja, man muss dazu sagen, es gibt halt diese Sicherheitslücken, die werden aber in der realen Welt wurde es zumindest noch nicht richtig gesichtet, dass die auch tatsächlich ausgenutzt werden, um breit angelegt eine hohe Anzahl an Geräten zu infizieren. Das kann natürlich jederzeit passieren, je nachdem, wann die bösen Leute mal auf die Idee kommen,
tatsächlich auch eine große Anzahl an Android-Geräten zu infizieren, wann die dahinter auch ein Geschäftsmodell sehen. Es geht ja immer am Ende ums Geld verdienen, auch für diese Leute. Und dann ist das natürlich schlecht, dass es da keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Ja, man könnte ja auch spionieren wollen zum Beispiel. Da könnte man jetzt relativ leicht ein Gerät kapern, irgendeine Spyware drauf installieren, wenn das nicht mehr sicher ist. Und dann kann man, wenn derjenige mit seinem Gerät zum Arbeitsplatz geht, Geschäftsgeheimnisse abfischen, oder nicht? Ja, meistens, um solche Arten von Anwendungen zu installieren, braucht man den physischen Zugriff. Und in dem Moment, wo andere Leute physischen Zugriff auf mein Gerät hatten, kann ich dem ohnehin nicht mehr vertrauen. Sprich, um das Gerät vor solchen Sachen zu schützen, sollte man auf jeden Fall auch eine sichere Displaysperre wie einen etwas längeren PIN-Code oder ein Passwort einsetzen. Man sollte auch nicht vergessen, wenn möglich, die Geräteverschlüsselung zu aktivieren, die ab Version 4.2 oder 4.3 verfügbar ist. So dass man auch, wenn man das Handy mal verliert, kein anderer in der Lage ist, die Daten von dem Handy runterzuladen, die dort drauf sind. Okay, und dann bin ich auch sicher, wenn ich in dem Internetcafé mein Handy an die Ladebuchse anschließe, dass auf der anderen Seite vielleicht ein Laptop sein könnte, dann ist das dann auch geschützt, oder wie? Das kommt drauf an, wenn man an seinem Gerät vielleicht als Softwareentwickler oder zum Datenübertragen die Debugging-Schnittstelle aktiviert hat, dann sollte man grundlegend aufpassen, an welche USB-Schnittstelle man sein Telefon dranhängt, weil auf der anderen Seite immer ein nicht vertrauenswürdiges Gerät hängen kann, was über die Debug-Schnittstelle auf das Gerät dann zugreift. Das könnte dann völlig automatisch passieren. Ich habe auch gehört, dass es unsichere Ladegeräte geben können. Kannst du mir dazu was erzählen? Ja, in China wurden Ladegeräte gesichtet, die im Prinzip kleine PCs enthalten, die über diese Debug-Schnittstellen auf die Geräte zugreifen und die dann mit Malware infizieren. Na gut, ja, das ist ein kleiner Prozentsatz von Usern, den man erreicht, aber man kann es ja probieren anscheinend. Ja. So, also danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dass euch die Informationen von heute gut weiterhelfen. Bleibt paranoid, bis bald.